Gute, meine Freunde, es ist mal wieder an der Zeit, dass wir zusammen über Squad sprechen, denn gestern gab es einen relativ interessanten Livestream von BlueTrack42, der mit den Entwicklern das Spiel in einer frühen Alpha-Version antesten konnte und das dann auch noch streamen durfte. Ich habe mir den Stream angeguckt und habe mir ein paar Sachen rausgeschrieben, über die ich jetzt mit euch sprechen möchte. Ihr könnt euch den Stream aber auch selbst nochmal angucken, und zwar auf BlueTracks Kanal. Ich werde das Video nochmal verlinken. Da habt ihr dann nochmal den kompletten Stream, also in voller Länge, und könnt euch ein eigenes Bild machen. Ich habe mir so die Highlights für mich rausgepickt, über die ich jetzt ein bisschen berichten werde. Ich werde versuchen, manche Sachen unten nochmal aufzuführen in der Beschreibung mit einer Zeiteingabe, dass ihr das im Stream dann auch nochmal mit eigenen Augen sehen könnt oder hören könnt, weil manche Sachen haben die Devs auch so nebenbei quasi mal erzählt. Also da sind auch ein paar Sachen vielleicht rausgerutscht, ich weiß es nicht, war eine lockere Runde, aber auf jeden Fall sehr interessant gewesen. Ja, wir werden sprechen über Grafik und Map-Design, über den Sound und das Gameplay, das sind für mich die wichtigen Punkte, auf die ich geachtet habe, und ja, da habe ich mir jeweils ein paar Sachen zu rausgeschrieben. Gucken wir mal, dass wir das relativ schnell jetzt abhandeln, und dann guckt ihr am besten selbst das Video und macht euch ein eigenes Bild. Ja, was habe ich gesehen bei Grafik und Map-Design? Also es gab auf jeden Fall jede Menge neue Partikeleffekte. Zum Beispiel hat er an einer Stelle, glaube ich, in so eine Blechtonne reingeschossen, genau. Und ja, das sah schon relativ nett aus, wie die Funken da rumgesprüht sind. Also doch, sieht gut aus, die Unreal 4 Engine. Macht Laune. Es gab dynamische Schatten. Das ist natürlich auch mal was wichtig ist. Und die Lichteffekte haben mir auch ganz gut gefallen. Also generell so Beleuchtung ist ja mal so ein schwieriges Thema. Aber ich fand es eigentlich relativ passend. Und die Tracer, die über die Map geflogen sind in den Feuergefechten, das war auch echt cool gemacht. Also doch, ja, sieht schön aus. Apropos schön, die Karte, das Map-Design ist auch sehr schön. Das Ganze wirkt nämlich ziemlich glaubwürdig, möchte ich mal sagen. Das liegt daran, dass hier ein ähnliches System verwendet wurde wie ein Armor. Man scannt quasi, grob gesagt, eine echte Karte ein echtes Terrain, und bearbeitet das dann nochmal nachträglich. Also man hat quasi eine Grundlage, ein echtes Terrain, und kann das dann nochmal gameplay-technisch ein bisschen anpassen. Ja, man muss natürlich in solchen Spielen auch natürlich auf die Spielbarkeit achten, deswegen muss man da nachträglich in der Regel was machen. Aber es wirkt trotzdem noch sehr, sehr, sehr glaubhaft, und die Atmosphäre wird dadurch auch sehr intensiv. Des Weiteren hat man eine Höhle gesehen. Höhlen- und Tunnelsysteme finde ich für ein Gameplay immer sehr, sehr interessant. Das ist natürlich nicht immer leicht zu realisieren, da kommt es immer auf die Engine drauf an, ob es jetzt mehrere Höhlen geben wird in der richtigen Version, ob es da Tunnelsysteme geben wird, keine Ahnung. Vielleicht wollten sie auch einfach nur mal ein bisschen rumprobieren, wie gut sie das hinkriegen in der Unreal 4 Engine, ich weiß es nicht. Ja, des Weiteren wird mindestens an einer weiteren Karte gearbeitet. Das heißt, der Entwickler, der mit BlueTrack da gesprochen hat, meinte, ja, vielleicht sind es auch mehr, ich will jetzt nichts versprechen. Finde ich auch eine gute Einstellung, also man muss ja nicht unbedingt jetzt den Leuten irgendwas vormachen. Aber an einer Karte, das hat er gesagt, wird auf jeden Fall noch gearbeitet, also an einer weiteren, so dass man dann jetzt vielleicht demnächst noch eine zweite sehen wird. Ja, das war eigentlich alles, was ich mir zu Grafik und Map-Design rausgeschrieben habe. Kommen wir zum Sound. Der Sound, meiner Meinung nach, noch suboptimal. Also vor allem die Waffensounds, naja, fand ich noch ein bisschen schwach auf der Brust, aber dafür gab's nette Distanzsounds. Also wenn man ein Feuergefecht auf größere Entfernung führt, dann hat man natürlich einen ganz anderen Sound als auf kurze Entfernung. Das liegt ja an dem Hall, zum Beispiel von Bergwänden, wie das reflektiert wird und so weiter und so fort. Und das, finde ich, haben die ganz gut hingekriegt. Aber generell, was den Sound betrifft, da kommt noch echt viel Arbeit auf die Jungs zu. Klar, ist ja auch wirklich nur ein frühes Alpha-Stadium, dessen bin ich mir vollkommen bewusst, aber es ist mir trotzdem aufgefallen, weil ich viel Wert auf Sound lege. Ich finde, Sound schafft nochmal mehr Atmosphäre als Grafik, ist meine persönliche Meinung. Aber ja, da hat mir noch ein bisschen was gefehlt, aber ich denke mal, die sind da auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ja, zum Gameplay. Was sehr, sehr positiv war und was mir sofort aufgefallen ist, ist, man hat ein VoIP-System installiert, also Voice over IP, in-game, und man hat dort die Mumble-Engine quasi, grob gesagt, verbaut. Also man hat dieselben Möglichkeiten wie in Project Reality, man kann lokal sprechen, also man hört dann die Leute auch tatsächlich, ähnlich wie auch in Acre, dort, wo sie in-game stehen, und man kann den Squad-Leader anfunken, und ich weiß nicht, ob man auch noch komplett... Nee, genau, es gab einen Squad-Leader-Chat und es gab einen Chat für innerhalb des Squads, genau. So war's. Also auch ähnlich wie in Project Reality, das
gutes System haben sie da auch tatsächlich übernommen. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach Project Reality auch immer zu einem der besten Public-Spiele gemacht hat. Diese Möglichkeit, ohne einen Teamspeak-Server direkt einzusteigen und man hat gleich die Kommunikation mit dem Team. Das finde ich sehr wichtig und das wird, denke ich mal, auch bei Squad ein wesentlicher Pluspunkt sein und dafür sorgen, dass da auch mehr Teamplay auf den Servern herrschen wird als in anderen Games. Dann habe ich gesehen, dass es wahrscheinlich 128 Spieler-Maps geben wird. Also das ist ja natürlich für so ein Spiel fast schon ein Muss, würde ich fast mal sagen, dass man da ordentlich Manpower hat. Sonst kriegt man niemals irgendwie die Illusion, man nimmt an einer militärischen Operation teil, wenn man da nur mit 3-4 Hanseln rumhüpft. Deswegen ganz großer Pluspunkt meinerseits. Des Weiteren gab es freie Sicht. Also ich konnte oder man konnte rennen und gleichzeitig seinen Kopf drehen, ohne seine Bewegungsrichtung zu ändern. Also das auch ähnlich wie in Arma, wenn man die Alt-Taste drückt beim Laufen, dass man halt einfach links und rechts gucken kann oder beim Nachladen mal schnell links und rechts gucken kann, ohne tatsächlich die eigentliche Blickrichtung oder die eigentliche Ausrichtung des Körpers zu ändern. Meine Waffe nicht aus dem Sicherungsbereich nehmen, beim Laufen halt nicht in eine andere Richtung rennen, nur weil ich mich mal kurz umsehen möchte. Das schafft natürlich in einem First-Person-Shooter eine ganz andere Tactical Awareness, möchte ich es mal nennen. Also ich habe eine viel bessere Vorstellung davon, was um mich herum passiert, weil ich mich halt besser umsehen kann. Ja, ansonsten war es halt leider hauptsächlich ein Showcase, also es wurde halt viel gezeigt von der Engine, wie sieht's aus, wie ist der Status, wurde über zukünftige Pläne geredet und so weiter. Und es waren auch relativ wenig Spieler online, das Ganze war, glaube ich, auch eine spontane Aktion. Also man hatte da jetzt zum Testen auch nicht so die Manpower und bei solchen Spielen leidet natürlich das Gameplay, wenn man dann nur 3-4 Leute oder 6 Leute auf dem Server hat, dann hat man natürlich auch nicht wirklich taktische Möglichkeiten. Ja, ansonsten konnte man aber dennoch meiner Meinung nach die Ansätze ganz gut erkennen. Müsst ihr euch halt selbst angucken, dann kriegt ihr auch selbst ein Bild davon. Auf jeden Fall wird es im Januar mehr Infos zu dem Spiel geben, ob jetzt Anfang oder Ende, das kann ich nicht sagen. Und es wird auf jeden Fall noch eine eigene Website kommen. Im Moment haben sie ja nur ein Forum, aber sie basteln wohl gerade an einer richtigen Website. Und dann wird man auch mal gucken mit Spenden und so weiter und so fort. Da halten sie sich ja noch zurück, ist ja auch keine Schande. Aber da wird es jetzt, denke ich mal, im Januar vorwärts gehen. Und ich bin gespannt auf die ganze Geschichte, wie sie es entwickelt. Ich werde auf jeden Fall da dranbleiben. Und ich hoffe, ich konnte euer Interesse wecken. Schaut ins Forum von den Jungs, meldet euch dort an, diskutiert mit den Entwicklern. Und ja, freut euch auf Squad und ich sage bis denne.